Hallöchen, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Wir brechen auf an diesem nächsten Morgen, um Rayquaza zu suchen, damit die Welt nicht zerstört wird. Guten Morgen, hast du gut geschlafen? Gut, dann lass uns gehen, Timmy. Versuchen wir die Lüfte. Ah, wir können jetzt. Ah, wir können nochmal gehen. Okay. Hast du jetzt noch? Er hat zwei Belebersamen. So, oh nein, wir haben nur 13.000 auf der Bank. Alala. Im Haus gefangen. Belebersam. Belebersam. Himmelsturm. Ah, gut, dass ihr da seid. Oh Gott, die Musik schon wieder, die ist so geil. Quaaaaa! Was ist los? Max, hast du da? Es ist fast bereit. Das Teleport-Juwel. Teleport-Juwel? Quaaaaa! Es ist vollbracht. Dies ist das Teleport-Juwel. Es wird euch in die Welt des Himmels schicken. Nun, Timmy, nimm es an. Gott, was ist das denn für ein Geräusch gewesen? Das Team von Timmy erhält das Teleport-Juwel. Es wurde geschaffen durch die Kräfte der Psyche. Von mir, Simsala und... Oh. Einem Geist-Pokémon, dessen Hilfe wir erhalten haben. Entschwunden, so scheint es. Wer kann das sein? Haha, es ist wohl schüchtern. Lass es gut sein. Jetzt muss ich euch ein letztes Mal fragen. Diese Reise wird erhebliche Gefahren mit sich bringen. Wollt ihr dennoch gehen? Natürlich. Wir müssen Rayquaza dazu bringen, den fallenden Stern zu zerstören. Um das den Frieden wiederherstellen kann, bin ich bereit, mein Leben dafür zu opfern. Nichts wünsche ich mir mehr als Frieden für die ganze Welt. Ja, wenn dieser Wunsch erfüllt wird, Waterworld sagte, ach komm. Na, immerhin könnt ihr das dann in dieser Folge nochmal auffrischen, was wir letzte Folge gehört haben. Dann kannst du in deine menschliche Welt zurückkehren. Ach so, nur so ein bisschen, dann geht's. Das wird mein letztes Abenteuer. Mit mal so weiblich sein. Timmy, packen wir es an. Wir zählen auf euch, mal so weiblich, Timmy. Aua, 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 aua. Wo sind wir? Nicht so genau die Koordinaten eingegeben hier. Wir sind gefallen. Wow, Timmy, ist das cool. Wir sind auf den Wolken. Oh, wow. Timmy, sieh mal nach oben. Naja, so cool finde ich das jetzt nicht. Das ist ein hoher Turm aus Wolken. Ja, ach was. Ganz oben auf der Spitze des Turmes. Dort wird Rayquaza sein. Timmy, klettern wir hoch. Ich
Himmelsturm. Ja, das heißt Himmelsturm, nicht Himmelsturm. An sich sind die Pokémon hier gar nicht mal so stark. Obwohl. Okay, fuck. Ja, wie gesagt. Ich habe mit Lehmschelle 50 Schaden gemacht. Oh, mit Aquaknarre auch nur 50 Schaden. Okay. Ja, aber es gibt hier ein Pokémon, das ist super nervig. Und zwar irgend so ein Ninja. Wenn wir das finden, glaube ich, werde ich es ignorieren. Das nicht, das ist ein... sorry. So, sorry. Kurz unterbrochen. Eisstrahl. Och man. Lass mal, ob ich ihm zu wirken. Oh. Lärmband? Was? Das kenne ich nicht mal. Info. Item zum Tragen, 8. Dabei hilft, feindliche Schlafen-Pokémon aufzurufen. Hä? Ist doch scheiße. Wer weckt denn bitte gerne feindliche Pokémon auf? Nein! Team, Basis. Taktik. Weg von hier. Okay, ich töte hier. Ja, das meine ich. Das kriegt euch nichts Schaden. Moment. Das kann an sich überhaupt nichts. Nehmen wir mal wieder das da. Ihr seht ja, bei dem schlägt meine normale Attacke fehl. Kann überhaupt nichts und kriegt immer nur einen Schaden, egal durch was. Und es gibt 4 EP, ja? Was zur Hölle? Oh, Lunastein? Endivi, was machst du da? Weiter. Da unten war nur ein Gummi. Haben wir gesehen. Hier werde ich wahrscheinlich auch ein paar Äpfel brauchen. Aber wie gesagt, irgendwie Himmelsturm. Das ist kein Himmelsturm, das ist ein Himmelsturm. Schuppet. Was will Schuppet hier? Nein. Keine Gummis, die mein Inventar voll mögen. Obwohl, vielleicht soll ich sie einfach essen direkt. Ach, egal. Lass mal hart beginnen zu wirken. Oh nein, aua, 18 Schaden. So. Ah, okay. Das bringt bei dem nichts. Oh, ansonsten ist das hier voll geil. Nassmacher, was macht Nassmacher?
Aspekt von Nassmacher lässt nach. Sehr gut. Ich sag einfach mal, das ist sehr gut. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Sorry, schon wieder unterbrochen. Das ist gerade ein bisschen doof. Meine Familie trudelt hier gerade ein. Ja. Ah, ich esse das ganze Zeug jetzt. Auch wenn das eigentlich schlauer ist, seinem Partner zu geben, aber es dauert mir zu lange und ist zu nervig. Himmelsturm. Was bist du? Ach, du Pimp. Die sind hier voll die Wallhacker alle. Ja, das ist super unfair. So, ja, und solange die Gegner an der Wand sind, kann man den nicht angreifen, weil man dann die Wand angreift. Och nö. Ach komm! Fixieren und vielleicht bringt der Eisstrahl was. Ah, fail. Ah, fail. Ein Band, und zwar ein Kraftband, okay. Bänder findet man hier sehr viele. Was? Wieso? Ich habe überhaupt... Ah, Moment mal. Und Bibi, mir fällt gerade ein, warum du nur die eine Attacke einsetzt. Was habe ich gerade für eine Attacke? Ah, okay. Ist die Attacke so schlecht? Ich krieg sie jetzt wieder Lehmschelle. Nein, 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 nein! Gott. Hör auf damit. Na, Stein nimmt keinen Schaden, ist nicht wahr. Vielleicht hätte ich doch Tackle behalten sollen. Ach. Ah, Moment mal. Stimmt, ich habe wieder Aquaknochen. Ich bin ja verreckt. Weg, Lina Stein. Wie das überall Wasser? Ist das im Himmelsturm?
Es ist da Wasser. Oh. Ah! Steinchen für dich. Gigasauger für dich. Oh. Oh, was soll das? Fixieren. Was? Wieso steckt ihr schon wieder 7 Level auf? Voll ganze Dungeon wieder mal erkundet. Schön, weil ich das halt. Ja, Bänder findet man hier sehr viele. Danke gut. Na, Steinchen Spezialband auf. NDV, du bist da keine Hilfe. NDV. 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 Was soll denn? NDV, was machst du denn da? Och nein, kein Hagel. Ja, das ist der Hagel. Der nervt uns hart. Danke. Oh Gott. Ich esse mal eben die ganzen Samen. Und ich will jetzt mal testen. Im nächsten Part teste ich was. Ciao, bis dahin.